In dieser Villa leben unsere fünf Mädchen einen Monat lang ganz ohne ihre Eltern. Alina und Feli genießen es morgens, möglichst lange auszuschlafen. Hilla kann das überhaupt nicht verstehen. Wie jeden Morgen weckt sie ihre Mitbewohnerinnen auf ihre ganz eigene Art. Also ich versuche jetzt, die anderen zu wecken und die zum Frühsport anzutreiben und hoffentlich klappt's. Der Frühsport, den Hilla sich vorstellt, gleicht eher einem Drillcamp. Im Garten wartet ein ausgefallener Parcours auf die ahnungslosen Mitbewohnerinnen. Wollt ihr mit nach Hause kommen, Frühsport machen? Alle machen mit. Komm, trotzdem nicht mit. Bitte, du? Ja. Ja, sie macht mit. Willst du jetzt allein hier als Depp rumsitzen? Wenn Hilla sich was in den Kopf gesetzt hat, dann will sie das unbedingt. Und bei Hilla kann man auch nicht Nein sagen. Sitz gerne als Gaul. Feli, bitte. Feli, willst du fett werden? Nein. Frühsport an sich finde ich jetzt nicht so schlecht, aber ich habe jetzt keinen Bock mitzumachen, weil ich noch viel zu müde bin. Und ich bin ja eigentlich immer so ein Langschläfer. Und dann kommt sie jeden Morgen und weckt uns mit irgendeiner Scheißidee. In der Viertelstunde. Aber in der Viertelstunde. Tschüss. Jetzt macht auch Frühsport. Das tut gut. Beeilt euch. Los, komm, du bist auf dem Sport, der Typ. Ah, Frühsport, das ist viel lustiger. Da ist man noch viel wacher, komm. Wenn wir am Morgen aufwachen, da sind wir noch alle verschlafen und draußen war es kalt. Und hat nicht wirklich jeder Bock, ein paar Kurten da rumzulaufen. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist Hillas Idee eine 3. Die Trainerin wartet schon und hat ihre fiesesten Übungen vorbereitet. Hillas Überzeugungskraft hat gewirkt. Vier verschlafene Mitbewohnerinnen erscheinen zum Frühsport. Allerdings ohne echte Begeisterung. Und zwar seht ihr hier vielleicht auch nicht einen Parcours, okay? Seht ihr das? Was habe ich gesagt? Und damit ihr euch aber auch schön anstrengt, nehme ich die Zeit. Und der am schnellsten war, muss nur 5 Liegestütze machen und der Rest muss 15 Liegestütze machen. Aber was ist mit unseren Schuhen? Wir rutschen noch aus, wir können gar nicht schnell laufen. Ja, egal, dann steht eben wieder auf und macht weiter. Okay, und zwar fangen wir hier in einem Kniehebelauf an. Wisst ihr, was es ist? Ja. Du auch, May? Genau. Musst du dir das vormachen? Ja, mach mal. Hilla hat voll ihr ganze Ausrüstung dabei. Laufschuhe und so weiter, ja. Und wir dann mit unseren Schlabberschuhen so. Das war's. Hilla. Oh mein Gott. Ach, Hilla. Ich hasse dich, Hilla. Ich liebe euch auch. Und jetzt sprintet ihr noch mal richtig los, als ging es um euer Leben. Und ich nehme die Zeit und denkt daran, wer am schnellsten ist, der muss nur 5 machen, der Rest muss 15 machen. Ach so. Habt ihr verstanden? Also, habt ihr verstanden? Ja. Okay, wer möchte anfangen? Niemand? Okay, Feli fängt an. Ich habe eben schon angefangen. Nee. Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, wie du sie im Griff hast. Abklatschen, abklatschen, abklatschen. Oh, los, May! Auf geht's! Wer zu den anderen laufen, zu den anderen laufen, zu den anderen laufen. Hilla, es ist krass. Auf die Plätze, fertig, los. Eins, zwei, drei. Also die Hilla hat auf jeden Fall den besten Job gehabt, weil sie musste selber gar nichts machen. Sie konnte uns einfach nur anschreien. Ey, du kommst doch mal zurück, du kommst doch mal zurück. Denn die Zeit läuft. Ey! Das machst du am Ende. Nochmal zurück. Geh zurück. Das ist auch nicht so. Du solltest einen Kniehebel aufmachen. Deine Zeit, du bist schon mal einer Minute. Sie hat einen Knall, also. Mein Ziel ist es eigentlich, dass sie ein bisschen mehr Spaß am Sport haben. Fertig jetzt so. 5 solltest du machen. Ey! Mach schnell noch 2, beeil dich. Nein, das musst du nochmal machen und dieses ganze Geschwafel dann. Das hat mich so aufgeregt und das in der Früh und ich bin eigentlich ein Morgenmuffel. Hey, pass auf, ich habe eine Rache-Idee. Wir machen jetzt zum Frühstück Pfannkuchen, ja? Ich habe ein Rezept dabei. Okay, und unsere Küche sieht ziemlich scheiße aus. Und wir machen so einen Wettbewerb, welcher Pfannkuchen am hübschesten aussieht.
Und egal wie hübsch Hillas aussieht, er wird immer der hässlichste sein. Und dann muss sie, weil ihre am hässlichsten ist, muss sie dann die Küche aufräumen. Ich mach schon mal den Teig. Okay. Viel Spaß. Du musst ja noch 15 Liegestütze machen. Um den 15 Liegestützen zu entgehen, verdrückt sich May lieber in die Küche. Die anderen haben nicht so viel Glück. Das morgendliche Powerprogramm geht weiter. Aber ihr wisst, dass das hier noch nicht zu Ende ist, ne? Wir müssen noch Liegestützen machen. Liegestütze machen, genau. Kann ich das jetzt vielleicht machen, weil ich habe keinen Bock mehr? Yay! Sie hatte einfach die Macht in dem Moment und keiner hat ihr widersprochen. Verteilt euch mal nicht so wie ihr wollt, sondern so eher in so einer Linie, dann habe ich so einen besseren Überblick, okay? Nach oben im Stütz und eins. Was macht der da? Also die Liegestützen habe ich halt nicht hinbekommen, weil ich so Koordinationsschwierigkeiten habe. Das ist halt einfach, ich kann meine Arme und Beine kann ich halt einfach nicht so koordinieren und deswegen ging das nicht. Ich mache gar nichts mehr. Bleib hier. 5 meiner Liegestütze. Nein, ich kann noch nicht mal eine. 3. Nein. 3, ihr müsst 3 machen. Nein. Nee, jetzt heul mal nicht rum. 3 Männer Liegestütze. Nein. Oh, Feli, 3 Männer Liegestütze und 7 Frauen Liegestütze. Hela ist ja wirklich so ein Sucht, die danach, ne, sie liebt das, ja. Sie geht ja auch morgens um 6 joggen. Ich könnte das nicht machen. Okay, versuch du mal deinen Arsch so ein bisschen. Du siehst aus wie so ein Berg, es muss aber Flachland sein. Was machst du denn? Das ist keine Ahnung, Mann! Wir tun es, als ob ich dir beim Teig helfe, okay? Ich bin schon fertig. Das weiß keiner. Ich hatte schon den besten Job, da ich denen ja einfach nur Anweisungen gegeben hatte. Und ich saß einfach nur daneben und habe die so ein bisschen ausgelacht, wenn die mal was Falsches gemacht haben. Aber ich habe schon gemerkt, dass es die genervt hatte. Doch die Genervten haben ja bereits einen Plan entwickelt, wie sie es Hilla zurückzahlen. Der Pfannekuchen-Wettstreit kann beginnen. Also Leute, dann ist der Teig fertig? Aha. Ja. Wer will den ersten Pfannkuchen machen? Ich würde sagen du, weil du hast doch vorgeschlagen. Ja, okay, fang ich an. Mit geübter Hand und siegessicher macht Janni den Anfang. Bei diesem Wettbewerb ist die richtige Startposition wichtig. Okay, wer macht als zweites? Ich mache als letztes. Du machst bestimmt nicht als letztes. Du kriegst keine extra Wünsche, du Drill Instructor. Ja, okay, wir gehen einfach rum. May. Nein, May, Hilla, Alina und Feli. Ja, finde ich gut. Scheiße, da kann ich mir gar keine Tricks mehr abgucken. Hilla, du bist dran. Doch auch Hilla macht ihre Sache gut. Mit einem kleinen Trick versucht Janni, sie zu irritieren. Kannst du das auch so mit dem Hochschmeißen? Weil du Nein, sportlich? Bin ich Gott. Ja, probier's mal mit dem Schmeißen. Soll ich jetzt versuchen? Ja. Oh Gott, wenn da was schief geht, dann ist es eure Schuld. Oh Gott, ey. Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Selbst den Wendetrick hat Hilla hinbekommen. An der abgesprochenen Entscheidung wird das aber nichts ändern. Hilla soll verlieren und spülen. Hiermit begrüße ich Sie zu unserer Finalrunde des Pfannkuchenwettbewerbs. Für wen stimmst du ab? Ich stimme für Alina. Ich bin für deinen, weil deiner am besten aussieht. Ich bin für Felis. Ich bin für deinen. Das stimmt, ich bin mein Feli-Schatz. Ja. Der letzte ist Hilla. Wieso denn? Du musst die komplette Küche aufbauen. Was ist das? Räum die Küche auf. Ich glaube, anfangs hat Hilla uns das schon geglaubt, dass ihr Pfannkuchen der hässlichste war. Und dann haben wir aber plötzlich alle angefangen zu lachen. Und ich glaube, dann hat es geknackt, dann hat sie sich schon was gedacht. Und dann war es ja auch offensichtlich. Aber ich glaube, das Küche aufräumen schadet ihr nicht. Und wenn sie so sportlich ist, dann kriegt ihr das auch noch hin. Aber mal im Ernst, ihr Pfannkuchen hättet sonst so verloren. Das war so ein kleiner Pups hier. Als sportliche Verliererin kümmert sich Hilla um den Abwasch. Doch schon bald geht es weiter. Die Mädchen machen heute einen Ausflug in die Kölner Innenstadt. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns so entscheiden, was wir jetzt machen. Ja, wollen wir einfach shoppen gehen? Wir haben fast gar kein Geld mehr. Wir haben nur noch voll wenig. Also shoppen können wir ausschließen. Was fällt euch denn ein? Was gibt's denn hier? Ja, Zoo gibt's.
lass mal hier ins Museum. Es gibt ein Museum hier. Lass uns doch aufteilen. Ich glaube, das ist das Beste, wenn wir uns einfach aufteilen. Also ich wollte ins Museum, weil ich den Turm voll langweilig fand. Und Feli wollte ja auch ins Museum. Und dann habe ich mir gedacht, gehst du da auch mal mit? Und es ist ja auch mal schön, sich die Bilder anzugucken. Lebende Tiere, die sich bewegen und Geräusche von sich geben, ist so viel interessanter als Bilder. Das sehen Hilla und Feli aber offensichtlich anders. Hallo. Wir würden gerne beide mal das Museum hier besuchen. Ja. Wo möchtet ihr rein? Da gibt es mehrere Abteile. Oh. Ja, was gibt's? In die ständige Sammlung habt ihr freien Eintritt. Ja. Wenn ihr jetzt speziell für Roy Lichtenstein kommt, bezahlt ihr 7 Euro Eintritt. Und wenn wir dieses Rollischen dingern, ja genau, dürfen wir denn auch in das andere? Ja, ja, okay, dann nehmen wir das Rollischen. Wie heißt das hier nochmal? Da. Nee, Rollischen hat sie gesagt. Nee, das ist richtig. Ach so, nicht Rollischen. Roy-Lichtenstein. Gar nicht so einfach mit den Künstlernamen. Die anderen haben es da im Zoo etwas leichter. Von Tieren wie Affen, Giraffen, oder Erdmännchen hat man schließlich schon mal was gehört. Guck mal, wie geil das ist. Ich finde, das sieht dir voll ähnlich, das da. Was? Ja, ne? Finde ich auch. Guck mal. Ja, also wie das guckt so. Guck mal, wie niedlich. Guck mal, es kann gar nicht noch ganz richtig laufen. Das sieht so lustig aus und so süß. Ich würde am liebsten eins knuddeln. Lass mal eins klauen für die WG. Ja, komm. Wir setzen die dann einfach zu den Hühnern, die werden sich schon verstehen. Ja. Die anderen, was machen die jetzt? Sie stehen vor Bildern. Und gucken die sich so an. Wenn du jetzt einfach so ein Bild malst, ne? Wie kannst du denn erkennen, ob es Kunst ist oder nicht? Ja, ich denke immer, dass Kunst es einfach ist, wenn man jetzt so nach seinen Gefühlen oder so malt, so eine eigene Sache hat, die man damit ausdrücken will. Ja, aber da kann ich auch einfach irgendwelche Striche auf dem Blatt zaubern und dann irgendwas da rein interpretieren. Ja, solange es eine Bedeutung für dich hat, ist es Kunst. Oder? Ja, für dich selber vielleicht. Das sieht ja jeder Mensch immer anders. Ich finde Kunst auch gerade interessant, wenn es außergewöhnlich ist und wenn man so ein bisschen gucken muss, was es denn überhaupt ist und was es bedeutet. Vor allen Dingen, dann kann man auch selbst interpretieren, was es sein kann. Was das hier sein soll, ist May, Janni und Alina auch nicht so klar. Dafür wissen sie immerhin, was sie nicht sind. Also ein Känguru bist du nicht. Hallo! Wir kommen auch an die Bäume dran. Hallo Giraffen! Ach, die sind voll gechillt. Ich glaube, so ein Storch bin ich. Wenn ich eine Leggings anhab, dann sieht es genauso aus wie. Dann sehen die Beine genauso aus wie meine. Guck mal, der wäscht seinen Salat. Der wäscht seinen Salat. Das ist der Schlau. Ja, okay, ist ja auch ein Affe. Die haben so einen hässlichen Hintern. Ich finde ihren Hintern, ja, ich finde ihren Hintern richtig eklig. Ja. Der hat Kacke am Hintern. Boah, hier stinkt's voll. Ja, ist genauso wie bei uns in der Küche. Hilla und Feli haben genug Kunst gesehen für heute. Doch gleich neben dem Museum fallen ihnen tausende von Schlössern auf, die an einem Zaun befestigt sind. Ist das auch Kunst? Bruce und Rubin. Ich glaube, das sind so vier Liebespaare. Das gibt immer zusammen. Es gibt in Frankreich auch. Irgendwie haben die das reingemacht und dann den Schlüssel in den See oder so geworfen. Und es sollte dann irgendwie für ewige Liebe stehen oder so. Oh, das ist so schön. Das ist voll süß. Oh, das ist richtig süß. Das ist so romantisch. Und stell dir vor, du kommst mit deinem Freund her und hat dann ein Schloss mit und dann macht ihr das. Oh mein Gott, das ist. Oh Gott. Oh, geil. Ich wollte mich nicht auch zum Schloss ranmachen. Oh ja, wenn gleich die anderen drei Mädels kommen, müssen wir es unbedingt machen, so als Zeichen unserer Freundschaft hier ranmachen für immer, weißt du? Ja, weißt du, genau. So, dass wir immer für immer Freunde bleiben und dass wir uns nie vergessen, auch wenn wir ausziehen. Ein Andenken an die gemeinsame Zeit in der Mädchen-WG. Feli und Hilla freuen sich darauf, die anderen mit einem beschrifteten Schloss zu überraschen. Hey Mädels. Hallo. 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 Na? Wie war's? Richtig cool. Die Affen waren so süß. Ehrlich? Ja. Ja, also Leute, wir haben nämlich was entdeckt. Ihr seht ja hier die Brücke. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt oder nicht. Also hier haben ja ganz viele Paare und beste Freunde und so Schlösser dran gehängt, um so das so für immer Freundschaft zu versiegeln. Oder Liebe zu verewigen, genau. Okay. Und dann haben wir uns gedacht, da wir auch sehr gute Freunde geworden sind, machen wir genau das Gleiche und dann. Oh, wie niedlich! Zeig mal. Das ist noch unser Anfangsbuchstaben. A drauf. Plus J plus M plus H plus F. Oh, wie süß. Machen wir das jetzt? Ja, 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 lass mal machen. Ich bin schon voll aufgeregt.
Alle müssen anfassen. Also wir wollten Schloss hier uns alle da dranhängen, weil wir einfach alles nie vergessen wollen und auch für immer befreundet sein wollen und so wie es halt jetzt ist, es für immer haben wollen. Wir sind schon ziemlich eng zusammengewachsen, wirklich so eine kleine Familie, kann man schon fast sagen, geworden. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich für die nächsten paar Jahrhunderte noch da hängen. Geil. Cool. 3, 2, 1. Die Mädchen haben sich nach 3 Wochen WG-Zeit richtig lieb gewonnen. In der Villa wartet auf das Team wieder der harte Alltag. Gut, wollen wir vielleicht noch eine anstellen? Was wollen wir denn waschen? Hier sind nur einzelne Sachen. Ja, guck mal, das ist blau. Und das, was ist mit deinem Hemd, Mann? Dein Hemd ist auch mit blau, das kann damit rein. Ja, aber und rot? Ja, na und, das verfärbt doch nicht. Bin ich mir nicht sicher. Das verfärbt nicht, Mann, das ist auch blau. Mit was willst du denn waschen? Wenn du es damit rot wäschst, kann es auch rot werden, das Blaue. Soll ich nicht nochmal Janni fragen? Das ist richtig. Janni hat ja glücklicherweise das Wäschewaschen übernommen. Und deswegen kamen wir restlichen 4 dem Wäschewaschen jetzt nicht so näher. Und Feli und ich hatten dann keine Ahnung, als wir dann mal Wäsche waschen sollten. Wie gut, dass Janni das alles macht. Ich glaube, ihr hättet eure Wäsche nicht wiedererkannt, wenn ich das gemacht hätte. Ja, zum Glück hast du es nicht gemacht. Ja. Hilla, Janni und May sind mit der täglichen Hühnerpflege beschäftigt. Ihren tierischen Mitbewohnerinnen soll es gut gehen. Könnt ihr groß und stark werden? Die Mädchen sind inzwischen Profis in der Eierselbstversorgung. Bei den Supermarkthühnern weiß man das halt nicht so genau, wie die gehalten werden und so. Und das sind mir dann ehrlich gesagt meine Hühner, unsere Hühner, viel lieber. Doch die Eigenhaltung hat auch kleine Nachteile. Zum Beispiel, wenn noch Hühnerkacke an der Schale klebt. Also ich finde es schon eklig, wenn da Kacke dran ist von den Hühnern an den Eiern. Aber ich meine, die können ja nichts dafür. Die Idee, dass wir jetzt die Eier im Kescher in unserem Teich sauber machen, fand ich eigentlich recht gut. Denn die Kacke kommt ja von der Natur und kommt dann wieder in die Natur. Also es ist ja eigentlich Recyceln. Hühnereier haben die Mädchen also kreativ gereinigt. Und Alina ist bereits mit der weiteren Freizeitplanung beschäftigt. Hallo, unsere Eltern sind nicht da. Wir sollten das irgendwie mal ausnutzen und hier mal irgendwann eine Party feiern. Ja, okay. Bevor wir hier draußen sind. Und dann müssten wir mal Leute kennenlernen, die wir überhaupt einladen können. Ey, heute in der Stadt, auf dem Marktplatz oder so, oder auf dem, keine Ahnung, wie das heißt, ist sowieso so eine Veranstaltung. Da hätte ich richtig Lust zu. Ja, schön. Ja. Wir lassen mal jetzt den anderen erzählen und fertig machen. Das richtige Outfit zu finden ist aber, wie immer, gar nicht so einfach. Geht das Kleid? Ach so. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. Es ist ja auch nicht zu sexy. Da manche es ja auch oft übertreiben. Monsterausschnitt, dass die Brüste da gleich rausfallen oder so, weißt du? Oder eine kurze Hose, obwohl die sich das gar nicht leisten können. Wenn man 13 ist, ist es noch nicht so ein Alter, wo man so sozusagen irgendwie was zeigen muss oder so, damit Jungs kommen oder so. Man kann die auch einfach ansprechen oder so und muss sich nicht so billig kleiden. Aber es ist halt immer so ein Problem, weil man muss so die Grenze finden zwischen sexy und so gerade noch so okay, weil man sollte jetzt auch nicht so irgendwie im Alltagslook ausgehen, weißt du? Ja, ich finde es schon hübsch aussehen. Weil ich meine, wenn du weggehst, dann finde ich das, weil du weggehst, sollte man sich eigentlich ein bisschen hübscher machen. Ja, man sollte sich hübscher machen, aber man darf sich nicht zu hübsch machen. Das ist immer so ein Problem, weißt du? Also man macht sich schick, wenn man weggeht, weil man will ja auch hübsch auf andere wirken. Und sonst, weil man tut es ja nicht irgendwie für sich selbst, sondern man tut es ja eigentlich für andere, damit sie einen hübsch finden. Und sonst spricht ja auch niemand an oder so. Hello. Ja. Ich glaube, ich ziehe mich um. Wieso? Ich finde das so hübsch. Ja, aber es ist so kalt draußen. Queen! Du lässt deins an? Ja. Dann lasse ich meinen sauber an. Also Frauen müssen auf jeden Fall wegen Schönheit mehr leiden als Männer, weil Männer ziehen sich immer einfach an, sind sowieso von sich selbst überzeugt und denken, auch wenn sie das hässlichste Shirt anhaben, dass sie super gut aussehen. Ich glaube, dass Frauen lieber leiden, anstatt irgendwie hässlich oder so auszusehen, denn die laufen ja auch in High Heels und so rum und das soll ja auch nicht so bequem sein. Scheiß ich doch drauf, wie ich aussehe, dann zieh ich doch einfach eine Winterjacke an, wie blöd sie auch aussieht oder so. Aber dann ist mir wenigstens warm. Etwas für einen kühlen Abend dabei zu haben, ist nie verkehrt. Sollte es mal später werden.
Wie lange dürftest du draußen bleiben? Kommt drauf an jetzt. Wenn es so eine Party ist, wo meine Mutter die Leute nicht kennt und so, dann ja. 9:30, 10 oder so. Und wenn meine Mutter die Leute kennt, dann schon länger. Also bei meinen Freundinnen halt klar, darf ich schon über Nacht bleiben und so. Sonst generell bleibe ich immer bis um 9 oder 10 draußen. Meiner Mutter ist halt einfach nur wichtig, dass Leute um mich sind und dass ich nicht alleine bin. Diese Gefahr besteht heute bestimmt nicht. Auf dem Kölner Neumarkt ist die Party schon im vollen Gange. Und es sind auch jede Menge Jungs da. Doch schnell merken die Mädchen, dass es sich hier um eine etwas andere Feier handelt. Mit etwas anderen Männern und, Frauen? Als ich sie so das erste Mal gesehen hatte, dachte ich mir, hä, ist das jetzt eine Frau oder ist das ein Mann? Denn die sah schon richtig weiblich aus. Ja, die Brüste waren auch nicht so glaubwürdig. Und ihre Schuhe waren so heftig cool. Die waren richtig Hammer und ich war voll begeistert. So, wenn die nicht so groß gewesen wäre, was halt unnatürlich für eine Frau ist, hätte ich die vom Gesicht her für echt für eine Frau gehalten. Wenn ich keine Frau wäre, würde ich eine Frau sein wollen als Mann. Die Mädels kommen richtig in Partylaune und treffen sogar auf Prominente. Vielen Dank, sehr gerne. Schickst du mir das? Ja. Giovanni und Janaina und ihr Telefon sind. Oh, geil. Guck mal, und du entdeckst, du hast sie jetzt entdeckt. Ja, ich hab sie entdeckt. Oh mein Gott. Und vielleicht wollen ja auch die Mädchen entdeckt werden. Die Tanzfläche reicht ihnen jedenfalls nicht mehr und sie stürmen die Bühne. Es war echt so geil und es ging also schnell. Wir haben einfach so gefragt, ja, dürfen wir da auch auf? Ja, schwuppsiwupp, waren die schon oben. Und dann wurden wir einfach so draufgeschützt und dann so, ihr müsst einfach tanzen. Es ist so cool, es ist so ein geiles Gefühl, da oben zu stehen und die ganzen Leute schauen dich an. Als wir den Sänger gesehen hatten, dachten wir uns, oh, das sieht richtig gut aus. Nur am Ende hatten wir halt erfahren, dass der schwul ist und dann waren wir alle so ein bisschen traurig. Ich glaube, wir waren da die Einzigen, die nicht schwul waren. Lesbisch waren. Also der Sänger, der sah so gut aus. Warte, ist er schwul? Ja! Ja. Voll viele schöne Männer sind schwul. Als ich auf die Bühne gekommen bin, ich so, okay, er ist schwul. Aber als ich ihn sah, die mir, oh, er ist so gepflegt, er sieht, so seine Haare so voll gut gemacht. Er kann nur schwul sein. Ja. Ich kann eigentlich nicht verstehen, dass es manche Leute oder einige Leute gibt, die was gegen Homosexuelle haben. Man muss sich einfach mal mit den Menschen befassen und die mal auf sich einlassen, weil dann kann man überhaupt erstmal ein Urteil darüber abgeben. Man kann es ja nicht kontrollieren, in wem man sich verliebt und wenn es halt so ist, dann ist es so und ich meine, ist nicht schlimm. Ey, das ist das erste Autogramm von einem Schwulen. Geil! Ja. Oh, das müssen wir feiern. Ja, eigentlich wollten wir hier so ein paar hübsche Typen Jungs kennenlernen und jetzt haben wir hier Helle von Sinn und so einen Sänger kennengelernt. Eine Schwulen- und Lesbenparty, echt geil. Siehst du, und ihr wolltet hier anfangs nicht hin, das hat sich so gelohnt, Mann. Ja, Mann. Mit neuen Eindrücken geht es zurück in die WG. Müde krabbeln die Mädchen in ihre Betten und machen sich noch so ihre Gedanken zur Straßenparty. Es ist das erste Mal, dass ich so viele Schwulen und Lesben auf einmal gesehen habe. Da waren ja ausschließlich Schwulen und Lesben. Mhm. Das ist cool. Oh mein Gott, ey. Irgendwann müssen wir mal wieder hin. Ich wollte gerade sagen. Dann tanzen wir wieder auf der Bühne. Das ist wirklich cool. Ich träume jetzt von der Party. Von der Party wolltest du gerade vom Sänger sagen, aber du weißt den Namen nicht. Ja, das ist ja auch ein bisschen falsch. Ich träume jetzt von dem Sänger. Mit dem Sänger, ja, den einen, ja. Gute Nacht. Gute Nacht.